Leute, Leute, Leute. Im heutigen Video werde ich ein richtig realistisches Brookhaven erstellen. Und damit meine ich ein richtig krasses, realistisches Brookhaven. Sowas habt ihr auf jeden Fall noch nicht gesehen. Am Ende des Videos werde ich das sogar noch einem geheimen YouTuber zeigen. Und ich bin echt gespannt, was er dazu sagen wird. Wie immer war das Video sehr, sehr viel Arbeit und ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Schaffen wir 2 Likes? Ihr könnt auf jeden Fall das Spiel selbst in den Kommentaren bewerten und ich würde sagen, los geht's mit dem Video. Also Leute, Brookhaven ist auf jeden Fall ein ziemlich schönes Spiel. Wenn wir zum Beispiel dieses Auto angucken, das sieht echt, echt gut aus und die ganze Map sieht gut aus, aber ich habe heute was Besonderes vor. Natürlich sehen Autos in Brookhaven sehr cool aus und so und generell die ganze Brookhaven-Map sieht natürlich auch sehr, sehr cool aus, aber realistisch ist es nicht und darum werden wir uns heute kümmern. Okay, Leute, es ist soweit. Wir befinden uns gerade hier in diesem wunderschönen Editor, wo ich wieder alles selbst umstellen kann, wenn ich will. Ich kann diesen Boden einfach löschen und dann haben wir keinen Boden mehr. Und ihr werdet euch wahrscheinlich die gleiche Frage stellen wie ich, nämlich, wie mache ich jetzt Brookhaven? Haven realistisch, ja. Ich würde sagen, wir fangen mit etwas an, was ziemlich einfach ist, und zwar dem Himmel. Und dafür gehen wir links in die Suchleiste und da sehen wir ganz viele Dinge, die realistisch sein sollen, wie zum Beispiel ein realistischer Himmel. Let's go! Okay. Wir haben einen realistischen Himmel. Okay, gucken wir uns das Ganze mal im Spiel an, würde ich sagen. Ja, das Ganze sieht auf jeden Fall jetzt schon ziemlich anders aus irgendwie. Irgendwie ist ja auch so ein bisschen Nebel oder sowas in der Art. Aber der Himmel hat sich auf jeden Fall schon verändert, aber das ist auch nur eine Kleinigkeit, Leute. Jetzt können wir uns auf jeden Fall an etwas kümmern, wie zum Beispiel an der Straße, weil die sieht auch ziemlich, ja, die hat halt nur eine Farbe. Und ich habe jetzt diese paar Straßen markiert und das hier in der Mitte, um euch kurz ein Beispiel zu zeigen. Nämlich hier auf der rechten Seite kann ich da ganz viele Sachen einstellen, wie zum Beispiel... Ja, keine Ahnung, sowas wie Ziegel oder so. Ja, das sieht ganz komisch aus. Ja, ja, ich weiß, Leute. Aber ich glaube, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Das Ganze sieht auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen realistischer aus. Aber wir müssen noch das Perfekte dafür finden. Aber ich muss sagen, das hier sieht eigentlich schon ziemlich gut aus, hä? Oder, Leute, was sagt ihr? Das sieht auf jeden Fall realistisch aus. Können wir uns ganz kurz nochmal anschauen. Hier sind wir auf jeden Fall auf unserer realistischen Straße. Ja, das Ganze sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Das Einzige, was halt noch fehlt, ist, ich muss jede einzelne Straße, die es in Brookhaven gibt, selbst markieren. Ihr könnt das Ganze nochmal vergleichen. Hier seht ihr einfach nur ein bisschen was Graues und hier seht ihr einfach so einen richtig schönen Boden. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich erfreut darüber. Aber ich muss sagen, das Ganze sieht richtig, richtig gut aus und dann bestimmt auch sehr realistisch. Aber ich glaube, ich würde sagen, ich mache jetzt mal die ganze Straße. Okay, Leute, die ganze Straße von Brookhaven hat sich jetzt auf jeden Fall verändert. Wir können das Ganze jetzt einfach mal uns angucken und ihr seht, ja, die ganzen Straßen von Brookhaven sehen sehr, sehr gut aus, aber das Ganze daneben passt irgendwie nicht so ganz dazu. Das heißt, da müssen wir uns auch auf jeden Fall was überlegen. Zum Beispiel hier dieser ganze Bordstein, der hier weiß ist, der muss auf jeden Fall auch was anderes haben. Aber ich weiß nicht, was genau. Okay, Leute, jetzt habe ich alle Flächen hier um den Spawn rum markiert und wir können uns das Ganze jetzt mal angucken. Damit wir sehen, was wir alles markiert haben, verwandeln wir das alles in Licht. Oha, wie sieht das denn aus? Okay, ja, Leute, ich glaube, ich habe auf jeden Fall alles richtig markiert. Jetzt müssen wir das Ganze nur in was Cooles verwandeln. Oha, das hier sieht richtig, richtig schön aus, muss ich schon zugeben. Ja, damit bin ich auf jeden Fall ziemlich zufrieden und ich würde sagen, das kann man sogar einfach so lassen. Das Ganze glitzert hier jetzt auch ein bisschen mehr und passt jetzt auch ein bisschen mehr zum Weg hier. Aber bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, muss ich alles hier umwandeln, weil es gibt ja nicht nur diese Fläche, sondern auch die. Aber das muss ich jetzt erstmal ändern. Let's go. Okay, Leute, ich bin weitergekommen. Das Ganze hat mich jetzt irgendwie 50 Minuten oder sowas gekostet, nur das hier alles umzuändern, dass das hier alles halt anders aussieht und ein bisschen realistischer wird, wenn man darauf rumladet. Hier erkennt man das Ganze schon ein bisschen mehr und da auch. Also die ganzen Wände sind jetzt auch ziemlich anders. Das Ganze soll nämlich auch sehr realistisch aussehen. Also das ist auf jeden Fall das Ziel davon und das sieht es auch. Und das Ganze habe ich über die ganze Map verstreut getan. Ich hoffe, das kann man auf jeden Fall gut sehen. Auch hier die ganze Brücke. Alles ist komplett ersetzt worden. Den Skatepark habe ich hier hinten auch geändert, damit der ein bisschen besser aussieht. Aber ansonsten habe ich das Ganze sehr, sehr viel Zeit gekostet. Diese Ringe habe ich jetzt auch nochmal ein bisschen verändert. Die müssen natürlich nochmal ein bisschen geschmückt werden, damit das Ganze auch ein bisschen besser aussieht. Aber fürs Erste reicht das hier auf jeden Fall. Und jetzt kommt das Schlimmste. Und zwar das ganze grüne Gras, was ihr hinten seht. Ich habe jetzt auf jeden Fall alles markiert an dem grünen Gras, was hier auf dieser Fläche zu finden ist. Und wir schauen mal, ob wir dazu was Passendes finden. Okay, das sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus. Auch relativ realistisch, muss ich schon zugeben. Aber ich finde, das Ganze ist irgendwie ein bisschen zu dunkel. Was sagt ihr? Na gut, Brookhaven an sich ist auch eigentlich ziemlich hell. Und ich würde sagen, das passt so. Und das Ganze darf ich jetzt mit der ganzen Map machen. Na toll. Okay, Leute, ich bin jetzt soweit glücklich, weil ich sehr viele Sachen geschafft habe. Alles von der ganzen Brookhaven-Map sieht jetzt so aus wie dieses kleine Stück Gras. Und das werdet ihr spätestens erkennen, wenn ich hier hochlatsche. Ja, das Ganze sieht sehr, sehr
sehr interessant, auch generell die ganze Map. Und ehrlich gesagt bin ich sehr, sehr glücklich. Hier die ganzen Gebüsche habe ich auch umgefärbt. Was jetzt auf jeden Fall noch fehlt, sind sowas wie diese, naja, Erzhaufen, Erdberge. Aber da habe ich auch schon die perfekte Idee. Ich zeige euch das Ganze mal, weil hier habe ich das Ganze schon gemacht. Ja, das Ganze sieht sehr, sehr cool aus. So schmutzig. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Let's go. Also, ich bin mit dem ganzen Endprodukt bisher ganz zufrieden. Wir sind natürlich noch lange nicht fertig, aber ich sitze hier bestimmt schon über 2,5 Stunden dran. Aber ihr seht jetzt mal einmal alles zusammen. Hier die Straße, sehr, sehr schön. Hier ein bisschen Erde. Hier habe ich was vergessen, fällt mir gerade auf. Ist aber nicht so schlimm, kann ich gleich mal beheben. Und hier dann nochmal diese Erde in Kombination mit dem Gras. Ich hoffe, das sieht man relativ gut, auch wenn ich hier hoch kurz mal fliege. Ja, das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Hier hinten steht jetzt auf jeden Fall noch ein neuer Brunnen. Dann habe ich den Sand zu Sand gemacht. Ich weiß, es sieht jetzt richtig, richtig schön aus hier. Und hier hinten beim Daycare habe ich hier auch auf jeden Fall ein bisschen Sand platziert und dann noch ein bisschen Blumen am Spawn platziert, damit das Ganze auf jeden Fall ein bisschen schöner aussieht und so. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und ich würde sagen, wir sind jetzt eigentlich relativ fertig, was das Ganze Umdesign angeht. Das, was aber jetzt noch fehlt, würde ich sagen, sind die Gebäude mehr oder weniger, aber die sollen ja auch relativ ähnlich aussehen. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass Brookhaven auf jeden Fall Brookhaven sein soll. Also würde ich sagen, wir werden das Ganze einfach mal neu umdekorieren. Und naja, mal hoffen, das Ganze wird gut aussehen und auch so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Das Ganze wird auf jeden Fall jetzt noch einige Stunden dauern, aber ich würde sagen, wir fangen an. Let's go! Okay, Leute, ich habe einige Sachen angepasst, wie ihr sehen werdet. Also hier zum Beispiel die Dächer sind anders, die Polizeistation ist anders. Also alles sieht auf jeden Fall ein bisschen realistischer aus hier hinten. Und hier hinten steht auch ein wunderschönes Gebäude. Aber jetzt wird auf jeden Fall auch noch die kleinen Akzente. Nämlich suchen wir jetzt mal nach Autos und die können wir dann einfach ein bisschen auf der Straße verteilen, wie zum Beispiel dieses wunderschöne Auto, nehmen wir einfach und verteilen das auf der Straße. Und das werden wir jetzt einfach mal mit einigen Autos tun, die alle in verschiedene Richtungen fahren, logischerweise. Hier habe ich jetzt ein paar Autos verteilt und das nur in dieser einen Straße. Und das sieht auf jeden Fall schon ziemlich belebter aus und das werde ich jetzt noch hier in der ganzen Stadt tun. Okay, Leute, die ganzen Autos wurden jetzt von mir platziert. Also wie ihr seht, sind hier wirklich ganz, ganz viele Autos auf der ganzen Map verteilt. Das sind bestimmt über 40 Autos oder so, die ich gerade hier überall verteilt habe, weil die sind einfach überall. Und genau nachdem ich die ganzen Autos platziert habe, ging irgendwie alles kaputt und ich musste alles reparieren. Hilfe. Okay, Leute, wir sind somit jetzt endlich in der fertigen Map. Es hat jetzt ungefähr 5-6 Stunden oder irgendwas in diese Richtung gedauert, bis ich endlich fertig bin. Aber Leute, es hat sich gelohnt, weil es sieht richtig, richtig heftig aus. Und ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ich habe Brookhaven auf jeden Fall in ein realistisches Brookhaven umgezaubert. Wir haben hier hinten jetzt einfach so kleine Türme noch stehen. Da hinten auch, die sehen relativ gleich aus. Da hinten steht sogar einfach noch ein Haus. Aber das Schlimmste an den ganzen war, die ganzen Viren zu entfernen, die hier überall in diesen ganzen Autos drin waren. Deshalb kann man die leider jetzt nicht fahren, sonst hätte ich euch das gerne gezeigt. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen bin ich ziemlich zufrieden. Und ich würde sagen, Leute, wir werden das jetzt noch einem anderen YouTuber zeigen. Mal gucken, was er dazu sagen wird. Hey Freunde, mein Name ist A-Ray und Mario stinkt. Bin richtig gespannt und hier am Spawnerland ist schon alles so cool. Ich glaube, das kann nur cool werden, dieses Spiel. Ja, kannst du schon irgendwie erahnen, was es sein soll? Ja, ich meine, dieser Boden hier, der ist so richtig aus Asphalt und sowas gemacht. Und allein dieses Auto, oh mein Gott, das ist so realistisch einfach. Wie krass sieht das denn aus? Ja, das sieht echt krass aus, aber ich habe mir auch ganz viel Mühe gegeben. Aber wir werden uns jetzt auf jeden Fall einige Dinge anschauen, die ich so gemacht habe. Zum einen siehst du alleine schon, die Straße sieht realistischer aus, aber die sieht auch richtig cool aus, muss ich schon zugeben. Was hältst du davon? Oh ja, das stimmt. Das sieht richtig, richtig cool aus hier. Direkt mal auf die Straße setzen, oder? Ja, natürlich. Man muss ja schon, ob der eine gute Qualität hat, dieser Asphalt. Ja, ja, ich würde nicht genau gucken, aber ist ja auch egal. Naja, ich habe auf jeden Fall hier alles ein bisschen realistischer gemacht, also von der Straße her, hier der Bordstein, du siehst die Wiese, die ist jetzt richtig Gras, dann gibt es hier auch ein bisschen, ich weiß nicht, Blumen und so. Ja, man kann drin schwimmen auf jeden Fall. Das Wasser ist das normale Wasser, glaube ich, aus dem Game. Hier habe ich gar nichts verändert. Und hier sogar ein Boot auf dem Wasser. Mhm, da ist so ein kleines Schlauchboot. Sieht realistisch. Ja, du kannst dich ja da sogar draufsetzen. Ja, du kannst hier hinsetzen. Mhm. Cool auf jeden Fall. Naja, ich muss sagen, das Ganze hat auf jeden Fall ein cooles Design hier mit diesem Gehweg auch. Das sieht auch schöner aus. Und hier diese ganzen Gebäude habe ich auch ein bisschen umgeändert. Ich sehe es. Also das hast du echt mega nice gemacht. Das sieht so gut aus. Ja, das ist auf jeden Fall erst eine Sache, die ich gemacht habe. Wie hier zum Beispiel bei diesem Daycare mit diesem Backstein oder so. Und hier hinten auch das ganze Krankenhaus sieht anders aus, falls dir das aufgefallen ist. Oder? Oh, das ist so dunkel geworden irgendwie. Ja, und irgendwie ist da so ein Fehler. Du siehst irgendwie Polizeilichter durch die Wand. Aber beachte das einfach nicht, okay? Wir ignorieren das einfach so. Okay, okay. Riesige, wie nennt man das? Hochhäuser oder so? Wolkenkratzer.
Häuser. Ja, ja, genau. Okay, okay. Ja, hier gibt es auch ein Polizeiauto. Genau, da kannst du dich auch falsch rum reinsetzen. Kann man damit fahren? Ja, das ist eine andere Geschichte, okay, ja. Okay. Du kannst hier auf jeden Fall um die ganze Map laufen und du wirst sehen, ich habe alles realistisch gemacht. Egal, was du sehen willst. Oha. Ja, das stimmt wirklich. Hier ist einfach alles geändert. Diese Berge hier, das Gras. Wow, das sieht so cool aus und sogar dieses Hochhaus. Ich glaube, das ist neu hier. Und ich glaube, man kann sogar nach oben rennen, oder Mario? Weißt du das? Ich habe es nicht getestet, aber natürlich kann man nach oben rennen. Ja, vielleicht kann man oben runterspringen oder so. Was geht ab? Hey, von hier aus kann man das richtig gut beobachten. Oh ja, sogar die Kirche ist neu. Ja, die Kirche, genau. Oh Mann, aber immerhin ist hier eine Kirche, die ist richtig groß auch noch dazu. Mhm, das stimmt. Und das ist ja auch eine riesige Glocke. Weil, weißt du, die Leute sollten die Glocke aktivieren. Verstehst du? Ja, und abonnieren. Genau, Das stimmt. Ja, ignoriere okay, das. Und da oben sind auch noch Lichter in der Luft. Egal. Das war alles ja, so geplant, genau. Weißt du? Und hier ist noch ein Auto, was tankt, weil das ist ja realistisch. Autos müssen tanken und so. Und ja, ganz genau. Da oben ist noch ein Haus. Das habe ich komplett vergessen, dass ich das da hingemacht habe. Aber auf jeden Fall, wir können es auch nochmal angucken, weil ich habe auch keine Ahnung, wie das ganze Haus dort aussieht. Ja, das ist alles so geplant. Komm, wir gehen einfach mal rein. So, okay. Ich war noch gar nicht hier drin, habe mir das alles noch gar nicht angeschaut, aber ja, bisschen langweilig. Ja, ich glaube, wir ziehen gerade um hier. Achso, hier ist schon gekommen. Eingerichtet. Ja, hier ist ein... Hä, wie groß ist diese Couch im Vergleich zu mir? Und zu guter Letzt etwas, was ich auf jeden Fall noch nicht so wirklich den Zuschauern gezeigt habe. Und zwar, hier steht ein Brunnen, der ist neu. Ja, und der sieht auch sehr, sehr realistisch auch aus. Auch mit dieser Statue hier oben. Mhm, das stimmt. Der hat irgendwie einen Goldbarren. Ja, das ist mega... Hä, warte mal. Der schwebt auch. Oh, ich wollte keine Spiele stellen. Der Brunnen. Ja, ich sehe es gerade. Das Wasser sogar unten, das läuft aus, Mario. Ja, nee. Das ist Trinkwasser, weißt du? Du hast jetzt den Job, das Ganze von 1 bis 10 zu bewerten. Was würdest du mir für eine Note geben? Das ist eine gute Frage. Du hast wirklich so viel geändert und so vieles neu gemacht. Also ich muss schon sagen, das ist eine 10 von 10. Oha, einfach 10 von 10? Ey, natürlich, das ist so cool geworden. Darauf tanze ich erstmal. Let's go! Okay, Leute, ihr könnt das Ganze jetzt auch in den Kommentaren bewerten, wenn ihr wollt, von 1 bis 10. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr das tun würdet. Und ich würde sagen, schaut gerne auch bei AAPoops vorbei. Mega cool, dass du dir Zeit genommen hast, um dir mein realistisches Brookhaven anzuschauen. Und ansonsten würde ich sagen, auf der rechten Seite könnt ihr immer die letzten Videos abchecken. Und auf der linken Seite könnt ihr den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr in Zukunft zu verpassen. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Haut rein und ciao!